willkommen zu diesem neuen Video an alle, die neu hier sind. Ich bin die Dani, willkommen hier auf meinem Channel und an alle wiederkehrenden Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem neuen Video heute. Heute geht es um die Styling-Tool-Basics sozusagen, die sich jeder, der anfängt mit Vintage- oder Rockabilly-Styling oder was auch immer, sich erstmal zulegen sollte, um sich da reinfinden zu können, um ein bisschen ausprobieren zu können. Und es gibt einfach Dinge, die braucht man immer für sämtliche solche Stylings und die werde ich euch heute vorstellen. Anfangen tut man ja meistens mit relativ einfachen Frisuren, das heißt solche Sachen wie Lockenwickler oder Nachtwickler, Nasswickler, blablablub oder Heißwicklern oder sowas lassen wir jetzt einfach mal außen vor, weil das ist sowas, mit sowas fängt man normalerweise nicht an, ganz am Anfang. Ganz am Anfang macht man meistens Frisuren einfach mit Locken oder man macht sich Victory Rolls oder irgendwelche anderen Rollen auf dem Kopf und sowas. Und dafür brauchen wir nicht zwingend irgendwelche Wickler. Aber was wir dafür brauchen, ist zum Beispiel ein Lockenstab. Ich habe drei verschiedene Lockenstäbe, drei verschiedene Größen, also Durchmesser im Endeffekt von dem Stab hier. Das hier wäre jetzt sozusagen die mittlere Größe, die finde ich eigentlich persönlich am besten, weil es sind nicht zu große Locken, vor allem wenn man relativ kurze Haare hat oder insgesamt hängen sich einfach Locken mit größeren Durchmesser beim Lockenstab schneller aus. Ganz kleine Locken, da muss man dann wirklich viel auskämmen und hat dann schnell mal ein Afro, das da braucht man so ein bisschen Übung, um damit zurechtzukommen. Aber diese Mittelgröße ist eigentlich immer am besten. Es ist gut, wenn man sich irgendwelche Rollen macht oder irgendwelche Locken und sowas. Sie sind nicht zu groß, nicht zu klein. Und auch sonst, man braucht nicht ganz so lange wie mit einem ganz kleinen Lockenstab und gleichzeitig hängen sie sich nicht so schnell aus wie mit einem großen. Also ein Lockenstab, mittlere Größe sollte man sich einfach immer zulegen. Wer mit einem Lockenstab gar nicht zurechtkommt oder teilweise hat man auch eher mal ein Glätteisen zu Hause von, weil ja eigentlich aktuell mehr große Locken oder glatte Haare modern sind. Das heißt, viele Mädels haben einfach ein Glätteisen zu Hause. Auch mit Glätteisen kann man wunderbar Locken machen. Wie, das werde ich euch mal noch in einem Video zeigen. Ich hatte schon mal eins hochgeladen, aber ich werde es euch nochmal genauer erklären. Wie gesagt, auch mit einem Glätteisen kann man sich Locken machen, dann aber halt natürlich nicht ganz so kleine, definierte Locken, aber es geht. Vor allem für offene Haare, für so ein bisschen sommerliche Frisuren finde ich das ganz gut. Oder wenn man wirklich nur die Haare so ein bisschen andrehen will, nenne ich es jetzt einfach mal, um sich zum Beispiel Victory Rolls zu machen, wo ja vor allem die Spitzen eingedreht werden sollten, damit es einfacher ist, die Haare zusammenzurollen und festzupinnen, damit das Ganze einfach schon so ein bisschen die Form hat. Mit geraden Haaren diese einzurollen, damit es auch gut aussieht, ist immer so ein bisschen schwierig. Dafür könnt ihr auch locker ein Glätteisen verwenden. Wenn wir anfangen mit solchen Geräten, die ja unsere Haare sehr strapazieren mit Hitze, wenn wir anfangen mit sowas zu arbeiten, ist es immer wichtig, sein Haar auch zu schützen. Das heißt, holt euch auf jeden Fall einen Hitzeschutz. Es gibt unglaublich viele verschiedene. Mein persönlicher Liebling ist diese Flasche hier. Das ist das Paul Mitchell Hot Off The Press Hitzeschutzspray. Ich kaufe das immer bei Hair World. Also im Endeffekt ist es eine Mischung aus Friseur und Friseurladen. Ihr könnt es auch im Internet bestellen. Ihr könnt, wie gesagt, auch andere Hitzeschutzprodukte benutzen, solange sie was bringen auch wirklich. Und informiert euch da vielleicht auch einfach bei eurem Friseur, was der euch empfehlen würde, bevor euch irgendwelche billigen Sachen in irgendwelchen Drogeriemärkten kauft oder sowas. Dann lasst euch lieber einmal beraten, was schützt meine Haare wirklich, weil lieber gebe ich etwas mehr Geld aus und habe aber am Ende des Tages gesundes Haar, als wenn ich nur irgendein Produkt für 3 Euro oder sowas kaufe und es bringt gar nichts. Da wir mit diesen Produkten ja unsere Haare sozusagen vorbereiten auf eine Frisur, brauchen wir aber auch noch bestimmte Tools, mit denen wir die Haare dann wirklich am Ende stylen können oder festpinnen können und so weiter und so fort. Dafür gibt es zum Beispiel verschiedene Spangen, die ihr euch holen solltet. Solche kleinen hier oder auch solche so Pin Curl Clips und hier so große. Die braucht ihr im Endeffekt, um eure Haare ordentlich abzuteilen, um so gut arbeiten zu können mit Lockenstab und Glätteisen.
damit die Haare, die ihr gerade nicht braucht, auch wirklich aus dem Weg sind, damit ihr euch auch ordentlich die Haare abteilen könnt, damit das Ganze auch wirklich Hand und Fuß hat, was ihr da auf eurem Kopf fabriziert. Dafür holt ihr euch am besten, wie gesagt, solche Clips. Außerdem sollte man die Locken, wenn man sie macht, egal ob mit Glätteisen oder mit Lockenstab, erstmal einrollen und am Kopf festpinnen, damit sie so abkühlen können und ihre Form behalten. Wenn ihr die Locken einfach macht und dann runterhängen lasst oder am besten, oder was heißt am besten, im schlimmsten Fall auch noch gleich wieder durchkämmt, ist es gut möglich, dass eure Locke sich wahnsinnig aushängt und dann einfach keine schöne Form hat im Endeffekt. Deswegen holt euch diese kleinen Clips, denn mit den kleinen Clips könnt ihr diese Haare schön festpinnen. Und dann erstmal kurz die Haare abkühlen lassen für eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann mit dem Styling beginnen. Außerdem wichtig, holt euch einen solchen Kamm mit einem Stiel, mit dem ihr toupieren könnt, weil vor allem Ponypartien brauchen oft ein bisschen mehr Volumen. Dafür braucht ihr eben den Toupierkamm und um die Haare richtig abzuteilen, braucht ihr im Endeffekt diesen Stiel, dieses Ende des Kamms, damit ihr einen ordentlichen Scheitel machen könnt und so weiter und so fort. Wichtiges Tool. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt keine oder nahezu keine Frisur, wo ich den hier nicht brauche. Auch so ein bisschen weichere Bürsten. Also es geht auch noch weicher als die hier. Ich habe noch so eine Babybürste. Das kennt ihr vielleicht aus Drogeriemärkten. Es gibt für Kleinkinder, für Babys diese ganz, ganz, ganz weichen Bürsten. Weil die haben ja noch kaum Haare am Kopf. Es ist mehr oder weniger nur ein Flaum. Die eignen sich gut. Und aber auch solche, ja, solche Borstenbürsten wie der hier eignen sich super, um wenn ihr die Haare richtig toupiert habt und das ist dann, sieht ja aus wie so ein großes Stück Filz, was ihr auf dem Kopf habt, um das so ein bisschen wieder durchzukämmen, damit das Ganze wieder schön aussieht. Ihr sollt ja nicht richtig durchbürsten, es geht nur um rein oberflächlich die Haare wieder sozusagen glatt zu streichen, damit man das Toupierte nicht sieht, damit es nicht wahnsinnig schmuddelig und filzig aussieht. Außerdem eignet sich diese Bürste mit den härteren Borsten wunderbar, um Toupiertes auszukämmen. Das ist ja oft eine recht schmerzhafte Geschichte. Wenn ihr da mit der normalen Haarbürste durchgeht, kann das echt wehtun. Mein persönlicher Tipp ist, nehmt irgendein pflegendes Öl, Kokosöl oder irgendwie sowas. Natürlich müsst ihr danach Haare waschen. Und nehmt euch so eine Bürste, sprüht ein bisschen was von diesem Öl drauf, von so einem Pflegeöl. Nehmt diese Bürste und kämmt dann relativ vorsichtig erstmal die Haare durch und ihr werdet merken, das geht wunderbar durch das Toupierte durch und ihr könnt somit schnell, einfach und relativ schmerzlos Toupiertes auskämmen. Eines der wichtigsten Dinge, die ihr immer haben solltet, sind natürlich Haarnadeln. Haarnadeln sind unser aller Freund. Ohne Haarnadeln halten unsere Frisuren nicht. Deswegen, ich habe, weiß nicht wie viele solche Packungen schon mir gekauft, weil Haarnadeln verschwinden ja auch leidenschaftlich gerne irgendwo in der Tiefe von Handtaschen oder Stylingkoffern oder sowas. Haarnadeln sind wirklich ganz wichtig. Es gibt da auch verschiedene Farben. Braun, Gold, Schwarz. Also was passt zu euren Haaren? Kommt drauf an, was für eine Haarfarbe ihr habt. Und dann kauft euch passend dazu Haarnadeln. Denn die braucht ihr, um eure Rollen festzustecken. Um, wenn ihr offene Haare habt und ihr irgendwas wegstecken wollt, um das zu fixieren, ganz wichtiges Produkt, Artikel. Natürlich müssen unsere Haare auch wirklich halten. Das heißt, wir brauchen Sachen wie zum Beispiel Pomade. Pomade ist auch was ganz Tolles. Damit hält eigentlich so gut wie alles. Ihr könnt es benutzen, wenn ihr toupiert, zum Glattstreichen nochmal zusätzlich. Ihr könnt es ein bisschen in den Finger verteilen und wenn ihr offene Locken habt, das so ein bisschen mit reinkneten, um den Locken nochmal mehr Halt zu geben. Außerdem empfehle ich euch, ein Haarspray zu kaufen, das wirklich einen wahnsinnig guten Halt hat, damit ihr nicht wirklich so nah irgendwas draufsprühen müsst, damit es ein bisschen hält. Haarspray immer weiter weg und kauft euch einfach eins mit wirklich gutem Halt. Ich habe zum Beispiel meistens oder oft hier diesen Got2be Sprühkleber. Der hat mich schon durch meine Metal-Punk-Zeit mit 12, 13 oder so begleitet und ist nach wie vor immer an meiner Seite. Zu guter Letzt, ganz am Anfang, vor allem wenn man anfängt, sich die Haare zu machen, gibt es immer Bad Hair Days.
deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall Tücher, Bandanas und so weiter zulegen, um eure Haare an Tagen, wo sie eigentlich schon gewaschen gehören oder wenn einfach nichts funktioniert, damit ihr eure Haare drunter verstecken könnt. Außerdem eignet sich dazu, wenn ihr keine Zeit oder Lust habt, mehr als nur die Ponypartie zu stylen, auch solche Haarnetze, die gibt es super günstig in verschiedenen Drogeriemärkten oder auch solche Snoots. Lasst euch da einfach von Videos oder auch Fotografien von früher und sowas inspirieren und probiert euch ein bisschen aus. Aber das würde ich euch noch anraten für den Anfang, gerade wenn die Haare vielleicht mal nicht so wollen, wie ihr wollt. Das waren im Endeffekt jetzt meine persönlichen Artikel und Produkte und so weiter, wo ich sagen würde, Mädels, die solltet ihr euch zulegen, wenn ihr gerade frisch anfangt mit diesem ganzen Vintage und Rockabilly Styling und so weiter und so fort, damit ihr die Grundausstattung auf jeden Fall zu Hause habt und auch, wie zum Beispiel eben mit den Tüchern und so weiter, immer Notlösungen, wenn was nicht funktioniert. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video auch wieder begrüßen zu dürfen. In ein paar Tagen wäre das. 2 Videos pro Woche bringe ich raus. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und bis bald.